Willkommen, liebe Zuschauer, liebe Fußballfreunde, Fußballherz, was willst du mehr? Zwei Top-Mannschaften, die sich hier gegenüberstehen. Ein gut gefülltes Stadion, aber warum sage ich das? Fußballherz, was willst du mehr? Naja, schauen Sie mal in den Himmel. Sonnenschein, blauer Himmel, kein Wölkchen. Es ist ein Wetterchen wie gemalt für ein unterhaltsames Fußballspiel. Geht es spektakulärer? Geht eine wirklich spektakulärere Bühne als diese hier? Ich glaube nein. Die Partie hat schon begonnen. Man spürt das so richtig auf den Rängen, wie groß diese Erleichterung gerade war. Ein ganz wichtiges Tackling. Normalerweise macht man sowas nicht. Oh, das kann ins Auge gehen. Schon gut, wie er den entschärft. Radu, Lulic. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. War das ein Foul? Ja, Schiri entscheidet auf Freistoß. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Und die Kontergelegenheit. Kommt der an? Den hat er. Abgefangen. Gut gemacht. Der geht weit. Da hat er den Überblick behalten. Und er schießt. Der Pass kam genau richtig. So kann doch was gehen. Der Pass ist klasse, die Ballannahme auch. Nur der Abschluss, der stimmt nicht. Radu, drehst ihn einfach nach vorn. Das ist Burak Yılmaz. Nicht ohne Risiko dieses Tackling im eigenen 16er. Gut gelöst die Situation. Dennis Bergkamp. Maradona. Och bitte, so doch nicht. Lukas. Lulic. Spielverlagerung. Da ist die Chance. Bordas. Es geht über die linke Seite. Bin gespannt, was sie draus machen. Und der Assistent hat die Abseitsstellung gesehen. Radu. Der sieht gut aus. Acerbi. Das ist das Ende der ersten Hälfte. Die riegeln das Tor hermetisch ab, kein Durchkommen. Alle Achtung, das nenne ich resolute Defensivarbeit. Bayern München geht ohne Tor in die Kabine. Das Gute daran, auch der Gegner, 0-0. Hälfte 2 läuft schon. Ich bin mal gespannt, wie die hier aus der Kabine kommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, am Ende steht es hier nicht 0-0. Beide Mannschaften wollen gewinnen. Ah, toll aufgelegt. Und er zieht ab. Und sie holen ihn sich prompt zurück.
Correa. Und die Riesenmöglichkeit. Der Pass ideal getimt. Die Passgenauigkeit ist aller Ehren wert. Die Abschlussgenauigkeit zumindest in dieser Szene nicht. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Lulic. Lukas. Die letzte halbe Stunde des Spiels ist angebrochen. Bisher kein so großes Spektakel, wie ich finde. Chancen sind hier Mangelware. Es gibt im Fußball bessere 0:0 Unentschieden und es gibt schlechtere. Das hier ist definitiv kein besseres. Gut gehalten. Tolles Gegenpressing. Burak Yılmaz kann ihn machen. Lulic. Radu. Lulic. Da war er voll auf der Höhe. Ab auf die Außen. Raus aus dem Gefahrenbereich. Beide Teams lauern auf Konter. Beide Teams müssen also vorsichtig sein. Da ist es Ball halten, Geduld bewahren und wenn es geht, dann natürlich die Chancen nutzen. Hier ist Immobile. Immobile. Spielt ihn raus. Bockstarke Aktion. Und er dribbelt und dribbelt und dribbelt immer noch und er dribbelt immer weiter. Und das war's. Aus und vorbei. Die Begegnung endet 0:0. Das, denke ich, sagt alles über das Spiel. Was nehmen wir aus dieser Partie mit, Hansi? Am Ende ein solides Unentschieden. Nicht wirklich spektakulär. Nach dem, was wir von den beiden Mannschaften gesehen haben, geht das Ergebnis für mich absolut in Ordnung. Das war's von uns. Danke für deine treffenden Analysen, Hansi. Es hat